Just bounce. Hey, oh moin Leute und herzlich willkommen zu LA Bastards. Und ich bin's Peter und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mittelerde Mordors Schatten. Ja, weiter geht's. Will schnack schnacken, machen wir einfach mal weiter. Haben wir ja auf jeden Fall erstmal gleich die Überlebensmission fertig. Fangen wir jetzt schon mit der 7 an. Es gibt ja nur noch 10. Achso. Von den Biestern habe ich natürlich gerade keine Lust. Urg noch hier. Nicht tot. Niemals tot. Ich töte dich. Bam. Verhören. So, machen wir ja mal den komischen Fettsack hier. Kann durch Todstöße sofort getötet werden. Naja. Du hast mich... Ich wollte gerade sagen, du wolltest wissen. Du Lümmel. Irgendwie war es schon ganz schön mies, ey. Keine Chance. Aber naja. Wie gesagt, er hat mich aufgesucht. So, haben wir das so noch eingesammelt hier? Whoop. Wo bist du gewesen, Kind? Ich habe was gefunden, Vater. Das ist ein sehr seltener Stein. Er stammt aus dem Vulkan. Dort. Der Schicksalsberg ist ein ganz schlechter Ort. Er bricht aus, wann immer Sauron seine Ränke schmiedet und speit allerhand Übles in die Luft. Rauch, Staub und Steine, die den Boden verbrennen. Es ist als Warnung zu verstehen. Lange werde ich nicht schweigen. Ein wenig so wie deine Mutter. Nur sag das deiner Mutter bitte nicht. Also ist dieser Stein... Ich nehme mal kurz einen Schluck. Es ist ein Stein. Sonst nichts. Einen Stein musst du nicht fürchten. Noch den Schicksalsberg, der bis zu diesem Tag ruht. Wenn du von all dem etwas lernen möchtest, dann geht das zu wissen. Selbst solch ein übler Ort wie dieser Vulkan vermag etwas Schönes hervorzubringen. Jupp. Irgendwas ist immer an irgendwas schön. Was haben wir von denen gekriegt? Oh, das ist nice. Das war denn jetzt nicht so geil. Nehmen wir mal doch das hier, hm? Builds. So. Machen wir irgendwie mal gleich weiter mit irgendwas. Lass schon mal hier rüber. Seit Generationen gibt es kein Anzeichen von Feuer auf dem Schicksalsberg. Ich sah, wie Gil-galad auf den Hängen des Uruk-druin starb. Oh, schwer verfolgt, Alter. Saurons verbrannte ihn. Dort wird sich der Sturm formieren, der die Welt der Menschen überkommen wird. Ich sehe hier oben. Wer den Grabwandler für das Feuer?
Wo bist du? Hm. Er hat mir gesagt, dass jedes Mal, wenn ein Geysir ausbricht, 1000 Ghule aus dem Boden strömen. Ich hab gehört, sie wachsen aus dem Schlamm, wann immer es regnet. So oder so ist es ein leichtes, sie zu töten. Also soll es mir gleich sein. Wir haben es doch. Wo ist jetzt dieser Tagabschaum, hä? Ich dachte, er sei hier. Vielleicht wisst ihr das, vielleicht auch nicht. Wir kümmern's. So oder so sind wir auf ihn gefasst. Nanichir, Gelaia Mordor. Toll, das war jetzt auch nicht gerade viel, was dazu kam, ja. Naja. Besser wie nichts. So, probieren wir das mal hier. Die Sklaven werden dafür bestraft, dass sie vor Erschöpfung. Okay, gut, stimmt. War ja mal wieder nur so eine Sklavenhand hier. Was? 5 Orks zur Schleichtötung. Hier sind gerade keine. Der ist schon zu weit weg. Leg dich nicht mit dem Hauptmann an, bei dem ich zuvor diente. Der war ein wahrlich harter Kerl. Und wie? Ich habe ihn kämpfen sehen. Er rast mit solchem Zorn auf seine Feinde zu, dass sie genauso gut vor Furcht stehen könnten. Geht das? Fällt es dir immer noch schwer, auf den Beinen zu bleiben, Sklave? Gut, das zählt also machen wir das so. Hier gab es einen Mord. Hilf mir. Chill mal kurz. Da kommt gerade einer. Hab ich da gerade etwas gehört? Ein Mörder ist unterwegs. Was war das für ein Geräusch? Danke. Jo, kein Problem, Digga. Upala. Ist da was? Komm mal her, Kumpel, Alter. Ach, echt? Los, ich fürchte nicht. Nicht einmal ein totaler Feigling hätte vor dir Angst. Was für ein Glück. Noch einer, Alter. Oh. Hm.
Meine Fresse, ja. Aua. Ja. Lass mir noch was übrig. Toll, Alter. Was ist denn das für ein Käse? Ja, komm, Alter. Du machst deine Mutter glücklich, du Pisser. Alter, so ein Stricher, ey. Ey, du hast gar nichts damit zu tun, du Missgeburt, Alter. Mama, halblang hier, ey. Alter, wie so ein Scheiß abfuckt, Alter. Meine Fresse. Rotze hier, ey. Sei da fertig, ihr Missgeboten, ey. Was ist das für eine magische Kraft, mit der du in ihren Geist dringst? Das ist nichts Gewöhnliches. Es ist die Macht, Schrecken unter den Dienern des Feindes zu sehen. Die dem dunklen Herrscher folgen. Jo, Alter. Was ist das hier schon wieder? Oh, krass, stimmt. Das geht ja jetzt hier. So spielübergreifend. Dazu muss ich gerade sagen, Timmy181. Ist das ein Kumpel von mir? Bestimmt, ne? Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn ich das jetzt mache. Erstmal, ob ich es schaffe. Ich weiß ja nicht, wie weit er ist oder was das für ein Monster ist, gegen was ich das antreten muss. Macht 16. Ein Elitehauptmann. Nee. Sind noch mehr von dem Gelumber? Also hier ist so ein kleiner Mischer, Alter, da warte ich auch mal noch ein bisschen. Der ist wohl nicht ganz geheuer. Ah, das fuckt mich jetzt schon wieder ab hier mit dem Scheiß, ey. Hab ich jetzt eigentlich schon mal alle Dinger hier eingenommen? Hm. Ah, na komm. Gehen wir mal hinten. In der Nähe von Gollum, unserem besten Kumpel hier. Können wir ja noch ein bisschen Gedöns einsammeln. Und so ein paar Punkte hier kaschen. Das hier ist gerade näher. Hier ist schon wieder dieses Etwas. Hallo? Ist ja schon wieder einer. Das ist der Wahnsinn, Alter.
Nein. So, warte mal. Jetzt muss ich gerade hier erst mal gucken. Ich kann das natürlich auch hier markieren, dann müsste es mir ja. Ist ja dann noch einfacher hier. Markierst es dir. Und ey. Das Bild fügt sich langsam. Warte, jetzt haben wir hier gerade noch irgendwas. Achso. Ja, nee. Sparen wir mal etwas. Hä? Ah, jo. Watscheln wir mal noch schnell hier rüber. Wo ist das jetzt her? Okay. Guck dich das einer an, ja, wie schön das wird. Haben wir gerade noch irgendwas in der Nähe? Hier drüben haben wir ein Artefakt. Nehmen wir den Hauptmann. Aber da muss ich gerade ehrlich sagen, den habe ich jetzt gerade in dem Part gerade keine Lust mehr. Ey, Alter, hier war noch gerade noch keiner. Wo kommen die jetzt her eigentlich alle? Schaff's hier da bitte. Zack. Danke. Bitte. Versuchen die sich gerade schon wieder gegen den Fettsack. Der Amos. Dies ist, was ich sah, nämlich, dass die Orks die Erde durchgraben. Sie haben gewaltige Höhlen in die Erde gegraben, in die Hänge der Hügel und Berge. Und dort arbeiten sie. Sie haben Schmieden errichtet und sie lassen ihre Schmiede Tag und Nacht Waffen und Rüstungen schmieden. Um Metall einzusparen, fertigen sie die Rüstungen nur für die Front. Als hätten sie nicht vor, sich je wieder zurückzuziehen. Oh, und dann sind da noch diese gewaltigen Gruben. Dort erschaffen sie bestimmt 100 Orks am Tag. Und einige davon sind diese Urukai. Man erkennt sie sogleich, denn sie sind mindestens einen Kopf größer als die anderen Orks. Sie werden als Kämpfer geboren und beginnen sogleich den Rest zu führen. Niemand hat meine Spitzeleien bemerkt, aber schick keine Krähen mehr. Die anderen Orks könnten misstrauisch werden. Haben wir einen Spitzel oder was? Ja, nice. Nice, 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 nice. Sie sind zäh und keinesfalls dumm. Wir haben unsere Feinde unterschätzt. Sie wurden zu einem Zweck erschaffen, um die Welt der Menschen zu zerstören. Hab gehört, es sind noch mehr Krieger hierher unterwegs. Toll, das hat auf den Befehl.
Jetzt geht's los, ey. Bam. Bam. Oh Gott, Alter, ohne Probleme. Der Hauptmann sagt, wir sollen uns bereit machen, Udo und bald zu verlassen. Da chillt er eine Runde. Schleicht da jemand umher? Beim dunklen Herrscher! Halt drauf! Der räumt jetzt hier bestimmt übelst auf, ey. Nur leider greift er auch die Menschen an. Schnell mal hier rüberlatschen. Man besser beobachten. Oh, Alter. Da kam jetzt so gerade die kleinen Viecher. Lauft weg. No. Ja, ich würde sagen, mit den wuchtigen Händen des Kronks oder wie auch immer das Vieh heißt, verabschieden wir uns für diesen Part wieder und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, falls ihr eingeschaltet habt und freue mich natürlich, wenn ich euch das nächste Mal hier begrüßen kann und bis zum nächsten Mal. Ciao.